Wenn es um das Thema Software in Elektroautos geht, dann denken viele an schöne Spiele, YouTube, Netflix schauen und eine schöne Oberfläche, ein bisschen rumtatschen. Aber das ist viel, viel mehr. Die Software definiert heute alle wichtigen Hardware-Bereiche eines Elektrofahrzeugs. Also Elektroantrieb, Laden, Sicherheit, Effizienz. Also die Software ist wichtiger als die Hardware. Und deswegen bin ich heute eben hier bei einem der größten Automobilzulieferer der Welt, eben Magna, am IAA-Stand. Und da bekommen wir jetzt mal ein paar ganz spannende Einblicke zu dem Thema. Software-Defined Vehicle. Das klingt ja danach, dass die Software ganz schön wichtig ist, gerade wenn es ums Thema Elektromobilität geht. Ja, natürlich. Also Software ist zunehmend wichtig. Wir verwenden also mehr als 50% unserer Ressourcen in der Entwicklung dazu auf, diese Software auch zu gestalten. Warum ist es so wichtig? In der alten Welt der Verbrennungsmaschinen hat man also mit dem Gaspedal direkt die Leistung am Rad bestimmt. Man hat mit dem Bremspedal direkt das Drehmoment der Bremse am Rad bestimmt. Das gilt heute nicht mehr. Wir bestimmen Funktionen. Software ist natürlich ein Hilfsmittel. Das ist ein Hilfsmittel, um die Funktionen, die wir darstellen wollen, auch umzusetzen. Und daher Software-Defined Vehicle, weil wir also diese Funktionen unabhängig von der Hardware eigentlich, zu einem großen Teil unabhängig von der Hardware, umsetzen können mit einem Freiheitsgrad, der in der alten Verbrennerwelt einfach nicht möglich gewesen wäre. Wenn ich jetzt einfach mal so spitz drauf losfrage, ist Software wichtiger oder Hardware wichtiger? Also zu Beginn und ganz oben steht die Gesamtfunktion. Was wollen wir mit dem Fahrzeug machen? Wie soll es fahren? In welcher Richtung soll es fahren? Längsdynamik, Längsbeschleunigungen, Bremsverzögerungen, Hochdynamik, die Gierraten etc. Das sind die Funktionen, die wir gestalten müssen. Wie das Fahrzeug dann fährt, wird also über Aktuatoren über die Hardware umgesetzt. Das heißt, die Hardware wird zunehmend zu einem Ausführenden der entsprechenden Funktionen der Software. Das kann jetzt ein einzelner Elektromotor sein, das wird in Zukunft aber wesentlich umfänglicher sein. Das heißt, wir haben 2 E-Maschinen, 3 E-Maschinen, 4 E-Maschinen im Antriebsstrang. Wir haben die Bremsfunktionen, die wir zusätzlich bedienen an 4 Rädern. Wir haben andere Aktuatoren. Wir sprechen also hier von mindestens 10 Aktuatoren, die auf Basis eines Softwaremodells bedient werden. Das heißt also, die Software definiert, wie ist das Fahrverhalten in dem Fahrzeug, wie hoch ist die Sicherheit, wie ist die Effizienz, wie läuft das Ganze mit dem Laden ab und so weiter. Also es zieht sich durch alle Bereiche durch. Das ist nicht nur ein bisschen Netflix im Infotainment-System oder irgendwie sowas oder YouTube oder irgend so ein Kram. Genau so ist es. Natürlich geht es auch um Bedienoberflächen. Aber wir aus dem Triebstrangbereich, wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir die Zielkonflikte richtig lösen. Also Zielkonflikt Sicherheit versus höchste Effizienz. Das ist nicht dieselbe Ausführung, wie wir die Leistung verteilen. Das heißt, auf Autobahnfahrten ohne Quereinflüsse, ohne Bremsvorgänge, ohne große Beschleunigungsvorgänge teilen wir die Leistung höchst effizient. Das ist die längste Zeit, die wir eigentlich so mit dem Fahrzeug verbringen. Und dort, wo Sicherheit eine Rolle spielt, also am Eisfleck oder in einer Ausweichreaktion, dort wird dann sehr rasch auf die höchste Sicherheit und die entsprechende Leistungsverzweigung gewechselt. Das heißt, wir können den Zielkonflikt zwischen Effizienz und Sicherheit bestmöglich auflösen. Auch das war in der alten Welt nicht denkbar. Jetzt habt ihr zum Beispiel ein spannendes Thema Motion Energy Control. Das ist natürlich jetzt so ein Name, ein Begriff, den habt ihr in der Firma. Kannst du uns mal ein bisschen näher erzählen, was sich dahinter alles versteckt? Motion Control in der höchsten Ausprägung kann also Leistungen zwischen Vorder- und Hinterachse, linken und rechten Radseiten beim Bremsen und beim Antrieb beliebig aufbringen. Wir sind also in der Lage, dann über Softwarefunktionen 4 Bremspedale, 4 Gaspedale dem Fahrer zur Verfügung zu stellen. Und der könnte dann auf der Klaviatur mit 8 Pedalen das Fahrzeug steuern, wenn er es denn könnte. Ja, da wäre ich jetzt schon ganz schön überfordert, glaube ich. Wir mit der Software können das. Ja. Das heißt, wir können gleichzeitig antreiben und bremsen, um das Fahrzeug zu stabilisieren, ihm die entsprechende Richtung zu geben. Okay, und was hat es dann für Auswirkungen? Das heißt, dann sorgt ihr zum Beispiel dafür, dass
sich das Fahrzeug nicht irgendwie quer bewegt, dass ich entsprechend rechtzeitig eine Bremsung so vornehmen kann, dass kein Unfall passiert oder also was hat das so für Auswirkungen für mich jetzt praktisch als Fahrer eines E-Autos zum Beispiel? Korrekt, also die höchste Effizienz, die wir darstellen können, ist in einem Antriebssystem mit mehreren E-Antrieben der Einachsantrieb, also Zweiradantrieb, Effizienz optimiert, ist die höchste Effizienz im Fahrzeug. Wir stellen das dar über ein Entkopplungssystem, also eine sogenannte Disconnect-Einheit, am sekundären Antrieb. Das heißt, die zweite Antriebseinheit wird abgekoppelt. Das heißt, immer dann, wenn es Effizienz benötigt, also bei den hohen Zeitanteilen des Standardfahrmanövers, dort haben wir die höchste Effizienz. Benötigt das Fahrzeug allerdings die höchste Sicherheit, also bei einem Ausweichmanöver oder beim Überfahren eines S-Flex, dann werden die Antriebe so eingesetzt, dass sie die höchste Stabilität des Fahrzeugs erreichen. Das geht im Millisekundenbereich, also etwa 50 bis 100 Millisekunden benötigt so eine Antriebseinheit, um dann hoch zu beschleunigen und die Leistung auch an die Straße abzusetzen. Also dank eurem Softwaresystem sorgt das am Ende dafür, dass ich, wenn ich jetzt nicht die höchste Sicherheit gerade benötige, es automatisch auf höchste Effizienz in Millisekunden umschaltet, sodass die Konsequenz ist, dass ich am Ende eine höhere Reichweite wahrscheinlich habe bei einem Elektroauto, weil Effizienz bedeutet ja höhere Reichweite. Ich spare Geld beim Laden, ich spare mir vielleicht mal einen Ladestopp etc. pp. Aber auch gleichzeitig, dass wenn es benötigt wird, weil die Fahrgegebenheiten es ergeben, auch gleichzeitig dann sofort auf die höchste Sicherheit umgeschaltet wird. Weil das ist ja so ein Konflikt, ne? Sicherheit oder Effizienz, und das muss ja schnell passieren. Diese Zeiteinheiten, wo also die höchste Sicherheit gefordert ist, also einmal eine Kurve, die man zu schnell angefahren hat, oder eben Reibwertsprünge, sprich Laub im Herbst, die sind ja sehr kurz. Das heißt, in diesen Zeiteinheiten gewährleisten wir höchste Sicherheit, wohingegen eben dann sehr rasch wieder auf die höchste Effizienz geschaltet wird, wenn sich diese Situation gelöst hat. Weiteres spannendes Thema ist Predictive Drive. Das klingt ja jetzt natürlich alles wieder ganz verrückt, aber es heißt im Prinzip, dass das Fahrzeug vorausschauend fährt und Dinge vorhersehen kann, die erst kommen und dann entsprechend schon vorher reagieren, bevor es dann, sage ich mal, im Moment passiert. Und dadurch wird die Sicherheit erhöht oder das Fahrverhalten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Beides. Also die Wichtigkeit ist, dass wir Prädiktion, also Voraussehen, verwenden, um den Antriebsstrang auf die passende Situation vorzubereiten. Beispiel, natürlich die Reifwertsprünge, wie zum Beispiel Überfahren von nassem Laub, führt dazu, dass der Antriebsstrang eben die höchste Sicherheit bietet. Allerdings eben zu einem gewissen Nachteil in der Effizienz. Um dann aber auch sicherzustellen, dass wir dann so rasch wie möglich wieder in die effizienteste Konfiguration zurückgehen können, benötigen wir auch prädiktive Elemente. Also ich muss also sehr genau wissen, was sich vor dem Fahrzeug befindet. Ich sage mal, das Antriggern dieser kritischen Situation ist relativ einfach. Aber das Zurückgehen in den sicheren Zustand, den hocheffizienten Zustand, ist nicht ganz so einfach für das Fahrzeug. Für einen persönlichen Fahrer, also wie dich zum Beispiel, ist es eindeutig. Du hast diesen Reibwärtssprung verlassen und du passt dich dann wieder diesen Umgebungsbedingungen an. Für ein Fahrzeugmodell ist das gar nicht so einfach, wieder zu bestätigen, dass man sich wieder im sicheren Umfeld befindet. Das heißt, ganz praktisch gesehen muss er sagen, Elektroautos haben ja ein unglaublich sofort anliegendes Drehmoment. Ja? Das ist ja also Torque dann auf Englisch. Und ihr habt dieses Torque Vectoring, das heißt, ihr könnt also den Drehmoment unmittelbar sofort anpassen, sodass die Situation sozusagen möglichst sicher ist. Das ist ja was es so in der Vergangenheit, in der alten Welt so nicht gab, oder? Das gab es so nicht. Wir können also eben überlagernd Bremse und Antriebsstrang Dinge am Rad darstellen, die bisher nicht möglich gewesen sind. Dazu benötigen wir aber eben auch einen guten Blick, einen guten Teil nach vorne, so wie es ein guter Fahrer eben auch macht. Das ist ja hier ein gutes Beispiel, das sehen wir im Hintergrund. Ne? Das heißt, der Blick, den habt ihr dann tatsächlich durch eine Kamera, durch eine Optik. Und dadurch seht ihr Dinge, die dann kommen. Das System interpretiert das dann entsprechend. Da kommt jetzt eine Eisfläche, da kommt irgendwie eine Pfütze, eine größere oder irgendwie sowas. Oder da ist jetzt Laub, das hast du auch gemeint als Beispiel. Und passt dann entsprechend das ganze System
und das Fahrverhalten am Ende des Fahrzeugs an diese Situation. Korrekt. Wir verwenden eigentlich drei Sensoren, die in Kombination, wir nennen das Sensor Fusion, dann eine klare Prädiktion der nächsten hunderten Meter erlaubt. Okay. Eines davon ist natürlich das Kamerasystem, das wir hier eben im Fahrzeug nutzen. Die zweite Information ist Mapping, also Karteninformation. Also ein anderes Fahrzeug vor mir hat diese Situation bereits erkannt, ladert das in die Cloud und kann also die anderen nachfolgenden Fahrzeuge warnen. Das Warnen reicht uns noch nicht. Das heißt, wir übernehmen diese Information um den Antriebsstrang, das gesamte Antriebssystem, also den Motion Controller, auf diese Situation vorzubereiten. Wie schon gesagt, es ist schwierig, dann aber auch die Bestätigung vor Ort zu bekommen, dass diese Situation wirklich vorliegt. Wir verwenden zusätzlich noch die E-Drives, die elektrischen Antriebe, um zu messen. Das heißt, an dem Ort des Geschehens haben wir eine hochpräzise Möglichkeit nachzuvollziehen, ist die Situation kritisch oder nicht. Das war jetzt ein bisschen mal tiefer rein, ich weiß. Und vielleicht müsst ihr das Video auch nochmal anschauen und wirklich alles, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das alles so zu verarbeiten. Aber ich denke mal, das gibt einen ganz guten Einblick, wie Software ja wirklich in alle Details, in alle Bereiche des Fahrzeugs reinspielt. Und wir haben jetzt ja nur mal zwei Bereiche genannt. Also es gibt ja auch nochmal Bereiche wie Charging Control, also da geht das Ganze, das macht Magna auch, ja. Das heißt, das ganze Thema Kontrolle des Ladens, also einfach nur Stecker rein und Elektroauto lädt auf, so einfach läuft es dann auch nicht ab. Das heißt also, da findet auch ein Software-System statt, das dann praktisch genau schaut, welche Zellen sind schon, sollen als erstes geladen werden, etc. pp. Ein komplettes Überwachungssystem, dass die Batterie auch aufgewärmt wird, wenn sie zu kühl ist oder runtergekühlt wird, wenn sie zu heiß ist, damit die sich wohlfühlt, die Zellen lange halten, lange Haltbarkeit der Batterie etc. Also das sind ganz, ganz spannende Bereiche, die es da auch noch in dem Softwarebereich gibt, die wir jetzt in dem Video noch gar nicht benannt haben, aber ihr könnt mal schreiben unterhalb des Videos in die Kommentare, wo ihr ja Software als ganz, ganz relevant und wichtig anseht oder vielleicht nochmal, was ich auch hier, wenn ich solche Insights hier bei Magna bekommen kann, was ich mir softwaretechnisch, die mit der Hardware zusammenspielen, vielleicht nochmal genauer anschauen soll oder kann, dann rede ich mal mit dem Team hier, die sind da ganz offen und erzählen mir ganz viel und dann bringe ich das in einem weiteren Video. Also würde mich total freuen. Danke, lieber Walter. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannender Bereich, den du da hast und das waren tolle Einblicke. Gerne. Würde mich freuen, wenn wir das im Fahrzeug einmal erfahren, welche Unterschiede wir hier darstellen können. Ja, dann würde ich sagen, das planen wir mal. Ihr schreibt in die Kommentare, dass ihr das sehen wollt, wie ich in dem Fahrzeug das selber erfahre und dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Danke dir, Walter. Tschüss. Ist klar. Danke, Robin. Okay.